Ja, Bürger, kommen Sie mal nach vorn. Na, Bruder, jetzt. Ja, jetzt lassen Sie es mal. Setzen Sie sich mal nach vorn. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. Ich belese 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Schon klar. Sie heißen Tim Bürger, 19 Jahre alt. Sie wohnen in Rostock. Sie sind ledig. Hier steht noch Auszubildender zum Oberflächenbeschichter. Ist es noch aktuell? Ihre Mutter hat gestern mal was anderes angedeutet. Nee, bis vor 3 Tagen war ich noch Azubi. Das heißt, jetzt sind Sie arbeitslos? Ja. Verwandt oder verschwägert mit der Angeklagten sind Sie nicht? Nee. So, bevor wir zur Sache kommen, wo waren Sie denn gestern, bitte schön? Ja. Wir haben auf Sie gewartet. Ich weiß nicht, irgendwie. Mich hat einfach alles gestresst. Gestresst hat sie's. Was glauben Sie, was Sie uns für Kosten und Stress verursacht haben? Dadurch, dass Sie nicht da waren, Ja, tut mir leid. Das ist eine kostspielige Geschichte. Da kommen wir später noch drauf, wenn die Denise Clausen da ist. Ja? Bei der ist ja dieselbe Geschichte. Also gut. Sie wissen, es geht heute darum, der Angeklagten wird vorgeworfen, sie soll am 12. September ihren kleinen Bruder Marvin überfallen haben, bei ihnen im Treppenhaus, und soll ihm eine Jacke abgenommen haben. Und außerdem soll sie ihn noch mächtig verletzt haben. Wo waren Sie an dem Tag? Ja, an dem Tag war ich mit meiner Berufsschulklasse auf einem Ausflug. Bin auch am selben Abend wiedergekommen, also... Wissen Sie noch, wann Sie heimgekommen sind? Ja, ich habe um 7:10 den Bus vom Bahnhof genommen. Also war ich so gegen 7:30, kurz danach zu Hause. Und als Sie zu Hause angekommen sind, haben Sie da was beobachtet oder jemanden beobachtet? Ja, ich habe gesehen, wie die Jana aus unserem Haus herausgekommen ist und irgendwas unter der Jacke hatte. Haben Sie was gesehen, was sie da unter der Jacke hatte? Nee, habe ich nicht. Also es sah aus, als wäre sie schwanger gewesen. Wissen Sie noch, was sie überhaupt angehabt hat? Ja, klar. Irgendeine pinke Jeans war das, glaube ich. Die Angeklagte, hat die Sie auch gesehen? Ja, total. Also wir waren auf dem gleichen Weg. Und da hat sie mich gesehen, hat sie den Haken geschlagen und verschwand. Sind Sie dann gleich rein in die Wohnung? Nee, ich stand noch vor der Haustür und habe eine geraucht. Sie sind nach Hause gekommen. Sind Sie dann doch irgendwann ins Haus, nehme ich mal an, als Sie mit dem Rauchen fertig waren? Nee, also erstmal habe ich Blutspritzer auf der Treppe gesehen. Hat Sie das nicht gewundert? Nee, also ich wusste ja nicht, von wem das war. Also ich habe ja nicht gewusst, dass es von meinem kleinen Bruder ist. Wann haben Sie das erfahren, dass es von Ihrem Bruder war? Erst als ich zu Hause reinkam, da habe ich gesehen, wie mein kleiner Bruder am Bad steht und ihm das Blut so aus der Nase lief. Hat er Ihnen dann erzählt, was los war? Ja, klar. Er hat gesagt, dass sie Jana ihn so verprügelt hat. Und hat er auch den Grund genannt, warum Sie das getan haben sollen? Wegen meiner Jacke, ne? Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was über die Jacke, die Ihnen da abhanden gekommen ist. Die Jacke war ein Traum. Richtig geil. Also war auch total teuer. 309 Euro habe ich dafür bezahlt. Jetzt frage ich mich natürlich, konnten Sie sich so eine Jacke überhaupt leisten? Ja, von meinem ersten Lehrstellengehalt. Also ich habe es mir halt mal gegönnt. Also nicht nur von meinem Taschengeld oder so. War mal richtig meins. Dann hat Ihnen die Jacke also offensichtlich viel bedeutet? Auf jeden Fall. Ich sage Ihnen mal, was ich denke. Ich denke, dass Sie nach Hause gekommen sind, festgestellt haben, dass Ihre Jacke weg ist und deswegen dafür Ihren Bruder bestraft haben. Nein. Wahrscheinlich haben Sie gar nicht damit gerechnet, dass sich Ihr Bruder so schwer verletzen würde, als Sie sich da vergessen haben, wie so manches Mal in Ihrem Leben schon. Da waren die Verletzungen aber so schwer, dass Ihre Mutter Alarm geschlagen hat. Und da mussten Sie ins Krankenhaus fahren, weil es einfach nicht mehr anders ging. Und da haben Sie Ihrem kleinen Bruder dann eingetrichtert, welche Geschichte er der Polizei auftischen soll. Und ich sage mal, was das für eine Geschichte ist, die er erzählen sollte. Das ist die Geschichte von meiner Mandantin als brutaler Schlägerin. Das ist doch... Ja, was soll denn jetzt die Scheiße hier? Mal ganz ehrlich, okay, ich habe früher mal Leute verprügelt, okay, aber jetzt, was tue ich jetzt nicht mehr? Nie wieder, ich hatte schon genug Stress deswegen. Haben Sie keine Angst, Tim, ja? Der Herr Verteidiger stochert hier noch ein bisschen rum in der Hoffnung, dass er auf irgendwas stößt. Nee, ich habe keine Angst. Sehen Sie, Frau Staatsanwältin, er braucht Ihre Hilfe nicht. Das ist mir völlig klar, dass er meine Hilfe nicht braucht, aber vielleicht kann ich Ihnen ja noch mal eine Erinnerungshilfe geben, Herr Vorländer. Freue ich mich aber. Darf ich noch mal die Sonnenbrille haben? Sie erinnern sich an diese Sonnenbrille, die Ihre Mandantin angeblich in einer Mülltonne gefunden haben will? Ja. Ich hab die gefunden! Ach, hören Sie doch auf. Man findet doch nicht einfach so eine Sonnenbrille im Wert von 250 Euro in der Mülltonne, nachdem kurz zuvor eine Jacke mit einem ähnlichen Gegenwert verschwunden ist. Ach, die sind doch alle total geil auf solche Sonnenbrillen. Okay. Ja, Alter, was laberst du? Halt dich da mal raus! Ach, warum zieht ihr denn die Leute ab, nur in solchen Scheiß ranzukommen oder was? Und, was hat das mit der dummen Jacke zu tun? Ja, die hast du gebraucht, um irgendwas einzutauschen. Deswegen hast du meinen kleinen Bruder abgezogen. Ey, voll nicht, okay? Wisst ihr was, ihr seid so scheiße. Ich hau dir gleich eine aufs Maul. Komm doch hinter, wenn du willst. Reicht's mir aber wirklich. Sie beide verlassen jetzt sofort den Sitzungssaal hier. Wieso denn? Er hat doch angefangen. Weil ich genug von Ihnen habe. Haben Sie es verstanden? Ja, und wenn ich noch ein Widerwort höre, dann nehme ich Ihre Personalien gut, auf Ciao. Und dann gibt's ein Ordnungsgeld.
Sehen Sie mal, wie die drauf sind. Ehrlich, voll daneben. Und sie ist echt noch die Schlimmste von allen. Das ist schon gar nicht mehr lustig. Und ich wette, dass sie meine Jacke eingesackt hat und gegen diese scheiß Brille getauscht hat. Ja, wett doch, mir doch egal. Hey, Denise hat dich doch mit meiner Jacke gesehen. Ich hab mich schon gefragt, wann endlich der Name Denise Clausen fallen würde. Die ist doch draußen. Das will ich für Sie hoffen. Ich habe Sie nämlich im Verdacht, dass Sie diejenige war, die Ihrem Bruder die Jacke abgezogen hat. Die Denise? Warum das denn? Ihr Bruder hat gesagt, Sie seien mal ein Paar gewesen. Ja, aber nur für eine Weile. Und woran ist die Beziehung gescheitert? Ja, halt ein bisschen Scheiße gebaut. Also. Scheiße gebaut? Betrogen haben Sie sie. Deswegen war sie wütend auf Sie. Ja, kann schon sein, aber sowas würde sie niemals meinem kleinen Bruder antun. Gut, wir reden ja eh nachher mit ihr. Gibt's denn noch Fragen? Keine Fragen mehr, danke. Dann bleiben Sie mal unvereidigt, nehmen bei Ihrem Bruder hin Platz. An Katrin. Da ist doch was nicht in Ordnung, ich sehe es doch, oder? Nein, ich bin okay. Ist alles okay. Na ja, gut. Denise Clausen, bitte, wie Sie meinen. So, Denise, nehmen Sie mal da vorne Platz. Haben Sie die Freunde von Jana rausgeschmissen? Hey, die gehen da draußen voll ab. Ja, das finde ich auch. Ey. Kann ich mir vorstellen. Auch, total. Und ich sag's Ihnen einfach jetzt schon mal rechtzeitig. Sie haben ja offensichtlich die Plätze da eingenommen. Verhalten Sie sich mal ein bisschen ordentlicher als die beiden gerade eben, wenn Ihnen nicht dasselbe Schicksal blühen soll. Hm? Klar, oder? So, also Denise, Sie sollen hier als Zeugin aussagen. Sie wissen, dass Sie da die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie strafbar machen. Einzig auf Fragen, wo Sie sich selbst belasten könnten, da können Sie die Auskunft verweigern. 55 StPO. Sie heißen Denise Clausen, Sie sind 16 Jahre alt, Sie wohnen in Rostock, Sie sind ledig, Hauptschülerin, verwandt oder verschwägert. Mit der Angeklagten sind Sie nicht. Ja. Zunächst mal dieselbe Frage, die ich gerade dem Tim vorhin gestellt habe. Wo waren Sie bitte schön gestern? Ja, Sie also, waren geladen. Ich war da wirklich, nur irgendwie, das war noch voll früh für mich. Ich habe das total verplant. Es war zu früh für Sie. Ja, tut mir leid. Na, mit einer Entschuldigung ist das nicht getan, dass ein Haufen Kosten entstanden, oder? Wir müssen ja alle ein zweites Mal hierher kommen. Die Kosten muss ich Ihnen auferlegen. Wollen Sie dazu was sagen? Ja, okay, tut mir leid. Dann ergeht folgender Beschluss. Den ordnungsgemäß geladenen und zum gestrigen Termin nicht erschienenen Zeugen Tim Burger und Denise Clausen werden die durch das Nichterscheinen entstandenen Kosten auferlegt. So. Und jetzt kommen wir mal zu der Geschichte, wegen der wir heute überhaupt alle hier sind. Ja, weil ich die Tante da drüben mit dem Schwarzmarkttypen gesehen habe und mit der Jacke von Tim. Genau das will ich hören, aber ich will nicht, dass Sie sie beleidigen. Wegen dem Tante jetzt? Das ist doch keine Beleidigung. Eine Beleidigung würde es sein, wenn ich sagen würde, dass Sie eine... Die Beispiele können wir gar nicht verzichten. Mir wäre es einfach recht, wenn jeder hier beim Namen genannt wird. Ganz einfach. Also okay, Diane habe ich gesehen, als der Marvin beim Arzt war wegen seinem Ohr. Außerdem habe ich beobachtet, dass Tim ihn dahin gebracht hatte. Haben Sie da gewusst, was vorgefallen war? Nee, das hat mir später als einer erzählt. Aber glauben Sie mir, hätte ich das gewusst, hätte ich auch da was gegen unternommen. Mhm. Als mit der Jacke aufgetaucht ist. Und Sie sagten, Sie haben die Angeklagte mit jemandem gesehen? Ja, mit so einem Schwarzmarkt-Dealer-Junkie-Typ. Ich habe keinen Plan, wie er heißt. Aber er taucht immer mit seinem Auto auf und vertickt Markenklamotten. Das meiste ist eh falsch. Aber manchmal hat er ehrlich echt gute Sachen. Die sind aber sauteuer. Bla, bla, bla. Ich kenne doch nicht mal Typen mit Autos. Ey, ich hab dich doch aus meinem Zimmer beobachtet, wie du auf der Straße standst und voll auf Tussi gemacht hast. Das ist dich wahrscheinlich geirrt. Ja, sicher. Merk selbst. Denkst du, ich erkenne dich von hinten nicht, oder was? Ja, scheinbar. Nein, echt. Ich habe sie wirklich gesehen. Außerdem habe ich gesehen, wie der Schwarzmarkttyp ihr irgendwas gegeben hat. Ich konnte nur nicht sehen, was es ist, bis er es auseinandergefaltet hat und es eine Jacke war. Was war das für eine Jacke? Es war so eine Jacke, die war weiß mit so einem goldenen Reißverschluss und irgendwas Lilanes. Kommen Sie mal, ich habe hier ein Foto von einer Jacke. Schauen Sie sich mal dieses Foto an. Ja, genau, das ist die Jacke. Das ist die Jacke von Tim. Okay. Haben Sie noch was beobachtet? Und ob. Ich habe gesehen, dass der Schwarzmarkttyp die Jacke ins Auto gepackt hat und ihr irgendwas Kleines gegeben hat. Ich konnte leider nicht sehen, was es war, weil sie mit ihrem riesen Schädel und ihrer explodierten Frisur im Weg war. Ich geb dir eine explodierte Frisur. Ey, Mädchen, schau dich doch mal an, wie du aussiehst, Mann. Wir sind hier im Gerichtssaal. Also, ja, genau. Und im Gerichtssaal diskutieren wir überhaupt keine Frisuren. Sie hören jetzt beide auf, ja? Sagen Sie, Denise, ist der Händler denn überhaupt an Tauschware interessiert? Und ob. Wenn die Sachen praktisch neu sind, nimmt er alles. Was haben Sie für die Jacke denn bekommen, Jana? Ein Hund, ein Pony, ein Haus. Ach, Herr Kollege, ist Ihre Mandantin immer so witzig? Die benimmt sich heute wirklich sehr erwachsen. Denise, wie stehen Sie denn eigentlich zur Familie Burger? Wie stehen? Na, wie verstehen Sie sich mit den beiden Brüdern? Ja, super. Also wir wohnen in derselben Siedlung und da ist es halt normal, dass man ein eingespieltes Team ist. Eingespieltes Team? War nicht der Tim und Sie mal ein Paar? Ja, aber ich habe schnell Schluss gemacht. Er hat mich total verarscht. Kann es sein, dass Sie Marvin Burger die Jacke abgenommen haben?
Wieso hat er mich das gesagt, oder was? Nein. Und wieso sagt er das dann? Das ist die alte Geschichte mit den zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie wollten ihrem Ex-Freund Tim eins auswischen, indem sie seinem kleinen Bruder die Jacke von Tim abnehmen. Und dann haben sie ihm eingetrichtert, meine Mandantin zu belasten. Ja, und warum sollte ich das dann tun? Ich weiß von Jana, dass sie und ihre Freundinnen und Jana und ihre Freundinnen ständig miteinander im Clinch sind. Und da ist doch das Motiv auf der Hand. Sie wollen Jana ausschalten, damit sie endlich Königin in ihrem Viertel werden. Oh, echt, bitte. Wenn ich mit ihr oder wenn ich mit ihm ein Problem habe, dann kläre ich das auch mit ihm. Und vergreife mich nicht an 13-Jährigen. Meine Mandantin aber auch nicht. Und sie hat ein Alibi für die Zeit, in der Marvin beraubt wurde. Ach, super. Ist das das super Alibi mit Ann-Kathrin? Warum kennen Sie sich? Ich kenne jeden im Viertel. Und ich kann Ihnen sagen, dass das totaler Schrott ist. Und warum? Weil die Ann-Kathrin gar nichts mit Jana und mit den Freundinnen zu tun hat. Glauben Sie mir, Ann-Kathrin, die würde sie nicht anlügen. Ich wette, dass Jana sie erpresst. Die lügt doch nicht. Ja, nee, außer wenn sie jemand dazu zwingt. Schauen Sie doch mal, wie sie da hinten heult. Aber doch nicht wegen ihr. Nee, wegen ihrer Mutter, hat sie mir gestern auch schon gesagt. Ja, ach was, seit wann bist denn du ihre Mutter? Vielleicht machen wir das Ganze auch ein bisschen anders. Hm? Hat noch jemand Fragen an die Zeugin? Keine Frage. Dann nehmen Sie mal bitte hinten Platz, Ann-Kathrin. Kommen Sie bitte noch mal nach vorn. Ann-Kathrin, was ich Ihnen gestern gesagt habe, das gilt heute natürlich immer noch. Sie müssen hier die Wahrheit sagen, sonst würden Sie strafbar. Und einzig und allein auf Fragen können Sie gar nichts sagen, wenn Sie sich sonst belasten würden. Aber ich kann Ihnen doch gar nichts mehr sagen. Ann-Kathrin, wir wollen Ihnen wirklich nichts Böses. Ja? Vielleicht kann ich Ihnen das mal kurz erklären. Wenn Sie gestern die Unwahrheit gesagt haben, dann haben Sie damit eine Straftat begangen, für die Sie bestraft werden können. Und wie hoch diese Strafe ausfällt, das hängt davon ab, wie Sie sich jetzt verhalten. Hat die Angeklagte nicht gestern gesagt, dass Ihnen bereits eine Lehrstelle zugesagt worden ist? Aber Sie sagen denen da doch nichts, oder? Nein. Was soll sie denn wem nicht sagen? Jetzt lassen Sie sie doch in Ruhe! Jetzt, sie bleiben jetzt. Was meinen Sie? Darf ich vielleicht noch was dazu sagen, Herr Vorsitzender? Ja, bitte, Frau Kramer. Und zwar gestern, als ich Tim nach Hause gebracht habe, sind mir im Treppenhaus Ann-Kathrin und ihre Mutter begegnet. Und ich habe von einem Streit mitbekommen, den die beiden hatten. Ach. Sag ich doch, die Stress mit ihrer Mutter, das hat sie mir auch gesagt. Ja, in dem Streit hat Ann-Kathrins Mutter etwas von einem Inkassobüro, von einem Brief von einem Inkassobüro erwähnt. Und das fordert 300 Euro von Ann-Kathrin. 300 Euro? Die Mutter und Sie haben nicht mal Geld fürs Telefon. Ich habe mir auf jeden Fall den Namen nicht gemerkt, aber es hatte irgendetwas mit Hausaufgaben zu tun in diesem Brief. Und Ann-Kathrin hat versprochen, dass sie das Geld bezahlt. Und sie sagte, sie hat das Geld. Woher denn? Rein Interesse halber. Was für eine Internetseite ist denn das? Die heißt hausaufgabendoneforyou.de. Ah, von der Seite habe ich gehört. Leider nichts Gutes, wenn ich ehrlich bin. Lassen Sie mal raten, Sie waren mal auf dieser Website? Haben da irgendwelche Daten eingegeben und kurz darauf ist ein Brief ins Haus geflattert mit einer gepfefferten Rechnung über ein angeblich abgeschlossenes Abonnement, stimmt's? Da stand, dass ich mich anmelden soll. Und dann habe ich da meinen Namen und meine Adresse eingegeben. Und dann dachte ich, hat sich das. Da stand wirklich nicht, dass ich was bezahlen muss dafür. Und wie viel sollten Sie bezahlen? 64 Euro im Monat. Ich hatte wirklich Angst, als die Rechnung kam. Ich wollte doch nicht, dass meine Eltern das erfahren. Haben Sie was unternommen dann gegen die Rechnung? Nee, ich dachte, wenn ich das einfach ignoriere, dann hören die irgendwann auf und lassen mich in Ruhe. Aber es kamen immer mehr Rechnungen und immer mehr. Ja, klar. Gestern Abend kam dann der Brief von diesem Inkasso-Ding und den hat meine Mutter dann aufgemacht. Also jetzt erkläre ich Ihnen mal was grundsätzlich. Vielleicht interessiert es ja andere hier auch. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, inwiefern dieser Vertrag überhaupt wirksam und gültig ist. Aber wenn sowas passiert, wenn Sie da irgendwie eine Rechnung bekommen und wenn auf der Seite weder erkennbar ist für Sie, dass Sie überhaupt einen Vertrag abschließen, noch wenn Ihnen da groß und deutlich klar gemacht wird, dass Sie ein 14-tägiges Widerrufsrecht haben, dann haben Sie da auf jeden Fall gute Chancen, sich dagegen zu wehren. Und dann erst mal nichts tun und Kopf ins Sand stecken, das ist eigentlich immer der falsche Weg. Natürlich ist manchmal so, dass es Firmen gibt, die schicken nur erst mal eine Rechnung und klagen dann nicht, damit nicht das betrügerische Verhalten irgendwie öffentlich wird. Aber es besteht immer die Gefahr, dass einer immer weitergeht und dass die Forderung immer höher wird. Also da sollten Sie immer vorsichtshalber so einen Vertrag anfechten oder Widerruf erklären. Und im Ernstfall, wenn ein Inkassobüro kommt, allerspätestens dann sollten Sie sich an einen Anwalt wenden oder an Verbraucherberatung, ist meistens noch besser. Und die schwarzen Schafe, die kennt man dort meistens schon. Ja. Das wusste ich nicht.
Das wissen viele natürlich nicht, aber grundsätzlich ist es so, bei jedem Vertrag, den Sie im Internet abschließen, haben Sie erstmal ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Ja? Und solange Sie darüber nicht belehrt worden sind, läuft diese 14-Tage-Frist auch nicht. Also man kann da im Grunde immer wieder was machen. Aber jetzt kommen wir doch mal zu unserem Problem hier zurück. Haben Sie denn mit jemandem über diese ganzen Ärger mit der Internetseite und mit den Rechnungen gesprochen? Ja, mit Jana. Ich wusste ja nicht, woher ich das Geld nehmen soll. Und sie hat Ihnen Geld gegen das Alibi geboten, stimmt's? Ja, als erstes wollte ich das überhaupt nicht. Aber dann hat sie gesagt, jetzt muss ich sowieso schon für sie lügen, weil sie sonst alles meiner Mutter erzählen würde. Und hat die Angeklagten Ihnen dann das Geld gegeben? Gestern Abend. Und wieso ist denn heute überhaupt noch mal wiedergekommen? Weil ich musste. Ihre Freundin stand heute Morgen bei mir vor der Tür und haben gesagt, dass ich noch mal mitkommen muss, damit ich Ihnen noch mal erzähle, dass wir in der Stadt zusammen waren. Ach. Und dann erzählen Sie uns doch jetzt aber bitte schön, wo Sie wirklich da waren an dem 12. September. Ja, da habe ich Jana nur in der Schule gesehen, danach nicht mehr. Tut mir leid, dass ich gelogen habe. Ja, aber dass jetzt hier die Zeugin meine Mandantin nicht mehr gesehen hat, beweist noch lange nicht, dass sie wirklich Marvin geschlagen und ihm die Jacke abgenommen hat. Ja, aber Entschuldigung, warum hätte sie sich denn bitte schön ein Alibi verschaffen sollen, wenn sie sich vorher nicht zu Schulden hat kommen lassen? Das glauben Sie der doch nicht, ich war schon in der Stadt. Null, du hast mich geschlagen, das sage ich doch die ganze Zeit. Warum muss man denn noch 100 andere Leute fragen? Er hat sie gesehen und hat auch mit dir geredet. Weil der Herr Verteidiger die Theorie vertritt, dass Sie Ihren kleinen Bruder zusammengeschlagen haben und aus Angst oder brüderlichen Gefühlen für ihn lügen. Die drehen sich auch alles voll so hin, wie sie wollen, oder? Ich sehe die Fakten. Ja, da haben Sie noch was anderes zu sagen, außer die Frau Staatsanwältin schräg anzureden. Nee, hab ich auch geschaut zuvor. Okay, war mir klar. Hat noch jemand Fragen an die Ann-Kathrin? Keine Fragen. Keine Fragen, danke. Dürfen wieder hinten Platz nehmen, dankeschön. Ja, Frau Kramer, dann hätte ich bitte gerne den Bericht der Jugendgerichtshilfe. Ja, gerne. Also Jana ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen, als jüngste von 4 Geschwistern. Und die Mutter war mit der Erziehung restlos überfordert. Der Vater, der noch ein klein wenig Einfluss auf Janas egozentrischen Charakter hatte, hat die Familie allerdings vor 5 Jahren verlassen und seitdem macht Jana, was sie will. Sie hat Schwierigkeiten, Autoritäten und Regeln anzuerkennen und es fehlt ihr, wie wir heute auch gesehen haben, jeglicher Respekt vor anderen Menschen. Sie sieht sich als Zentrum der Welt, hat ein völlig übersteigertes Selbstwertgefühl und duldet in ihrer fast diktatorisch geführten Clique keinerlei Widerworte. Sie kann, was ich sagen muss, sie kann sehr wohl Recht von Unrecht unterscheiden. Und ich kann natürlich nicht beurteilen, ob es heute zu einer Verurteilung kommt. Aber woran das Gericht nicht vorbeigehen kann, ist, dass Jana noch eine offene Bewährung ausstehen hat. Und sollte sie die Tat begangen haben und es zu einer Verurteilung kommen, muss man die schädlichen Neigungen einfach ganz deutlich sehen und dementsprechende Härte greifen lassen. Gut, danke schön, Frau Kramer. Deutliche Worte. Hat noch jemand Fragen dazu? Keine Fragen. Dann habe ich noch einen Auszug aus dem Erziehungsregister und Bundeszentralregister. Kommt hiermit zur Verlesung. 12.11.2006, Amtsgericht Rostock. Räuberischer Diebstahl in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung. Verwarnung, 32 Stunden gemeinnützige Arbeit. Zweiter Eintrag, 13.05.2007, Amtsgericht Rostock. Vorsätzliche Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung, Tatmehrheit, Erschleichen von Leistung in Tateinheit mit Beleidigung. 2 Freizeitarreste. 24.11.2007, Amtsgericht Rostock. Gemeinschaftliche Diebstahl in 2 besonders schweren Fällen, 2 Wochen Dauerarrest und 24 Stunden gemeinnützige Arbeit. 14.06.2008, Amtsgericht Rostock, räuberische Erpressung in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, 6 Monate Jugendstrafe ausgesetzt zur Bewährung, 2 Jahre Bewährungszeit und sozialer Trainingskurs. Irgendwelche Anträge, irgendwelche Erklärungen? Keine. Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Frau Staatsanwältin, bitte. Hohes Gericht, Herr Verteidiger, ja, dass die Angeklagte große Schwierigkeiten hat, Autoritäten und Regeln anzuerkennen, das hat sie ja wohl die letzten beiden Verhandlungstage mehr als eindeutig demonstriert. Sie wollen also zum Fernsehen und Moderatorin oder Visagistin werden? Ich glaube, da muss ich mal mit ein paar Missverständnissen bei Ihnen aufräumen. Schlagfertigkeit hier und eine große Klappe machen Sie noch lange nicht zu einer Moderatorin. Und dick auftragen zu können, heißt noch lange nicht, dass Sie auch schminken können. Ja, nachdem Ihre kriminelle Laufbahn ja immer mehr und immer größere rücksichtslose Züge annimmt, gehe ich sowieso nicht mehr davon aus, dass Sie irgendwann ein geregeltes Leben führen werden. Ich meine, Sie schrecken ja mittlerweile noch nicht mal mehr davor zurück, einen 13-jährigen Jungen niederzustrecken, nur um an eine Jacke oder letztlich an eine Sonnenbrille zu kommen.
Ich denke daher, dass die Angeklagte dringend hart bestraft werden muss, zumal ja eben auch noch eine Bewährung offen ist. Ich beantrage daher, sie unter Einbeziehung der vorherigen Verurteilung zu einer Einheitsstrafe, Einheitsjugendstrafe von 2 Jahren zu verurteilen. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Staatsanwältin. Herr Verteidiger. Hohes Gericht, Frau Staatsanwältin, ich tue meiner Mandantin, der Jana, jetzt nicht den Gefallen und zeichne von ihr das Bild einer friedvollen, liebevollen Märchenprinzessin. Nein, also da kann man wirklich ganz schön viel kritisieren an ihr und an ihrer Art und an ihrer Einstellung zum Leben und zur Gewalt. Aber wir müssen ja heute darüber sprechen, ob ein Tatnachweis gegen meine Mandantin geführt werden konnte. Und da sage ich ganz klar nein. Frau Staatsanwältin, Sie haben vorhin ganz schön gesagt, ich sehe die Fakten. Bitte lassen Sie sich doch mal an Ihren Ansprüchen, die Sie da selbst aufstellen, messen. Die Fakten sind doch folgende. Der Tim Burger, gewaltbereit, schon mehrmals offensichtlich tätlich geworden, sogar gegen seinen Bruder, der musste hier förmlich hergezwungen werden. Was ist mit der Denise Clausen? Die musste auch förmlich hierher gezwungen werden. Wir haben deswegen extra einen zweiten Verhandlungstag einschieben müssen. Den beiden glaube ich schlicht nicht. Es ist einfach mehr als plausibel, dass der Tim seinem kleinen Bruder eingetrichtert hat, dass meine Mandantin die Täterin angeblich gewesen sein soll, dass er das so erzählen soll, weil der Marvin verdammt noch mal einfach Angst hat vor seinem Bruder. Ich erinnere an Marvins Vernehmung auf die Frage, ob es vielleicht sein Bruder war, der dahinter steckt. Da hat er ganz unsicher, verängstigt reagiert. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis, Frau Staatsanwältin. Bitte nehmen Sie das, Herr Vorsitzender, Hohes Gericht, zur Kenntnis. Also wirklich ganz genau mal nachdenken, ob das alles so wirklich stimmt, wie es Tim Burger und die Denise Clausen und wie es der Marvin ausgesagt haben. Ich habe da große Zweifel und beantrage für meine Mandantin Freispruch. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Verteidiger. Jana, die Anträge haben Sie gehört. Sie können sich selbst auch noch verteidigen. Sie haben das letzte Wort. Nee. Dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Stehen. Im Namen des Volkes verkünde ich folgendes Urteil. Die Angeklagte Jana Koch ist schuldig des Raubes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung. Paragraphen 223 Absatz 1, 249 Absatz 1, 52 Strafgesetzbuch. Sie wird deshalb unter Einbeziehung der im Urteil des Amtsgerichts Rostock vom 14.06.2008 verhängten Strafe zu einer Jugendstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt. Von der Auferlegung der Verfahrenskosten abgesehen. Nehmen Sie bitte Platz. Also die Tatsache, dass Sie die Ann-Kathrin dazu genötigt haben, Ihnen ein falsches Alibi zu geben, wirft kein gutes Licht auf Sie. Aber das sagt natürlich noch nicht, dass Sie die Tat begangen haben. Es könnte ja auch sein, dass Sie sie einfach überlegt haben. Mir glaubt ja sonst keiner. Aber der Marvin hat Sie erkannt, und zwar als die Räuberin, die ihn auch verletzt hat. Und es gibt nur einen Grund, warum er hier lügen sollte, wenn sein Bruder ihn verprügelt haben sollte, weil er ungefragt die Jacke genommen hat und sein Bruder ihn auch zwingt, hier die Falsche als Räuberin zu belasten. Ich frage mich aber, wieso sollte er das denn? Der Tim hat doch ein Interesse, seine Jacke, die ihm ans Herz gewachsen ist, erstes Lehrlingsgehalt dafür ausgegeben, der möchte die Jacke wiederfinden. In dem Moment, wo er jemanden Falschen bezichtigt, hat er gar keine Chance, jemals wieder an die Jacke zu kommen. Und der Tim hat sie gesehen, die Denise hat sie gesehen, als sie bei einem Schwarzhändler irgendwie was getauscht haben gegen diese Jacke. Das ist alles stimmig und passt zusammen. Wir sind überzeugt, dass sie die Täterin sind. So, und jetzt muss man sehen, wenn sie erwachsen wären, wäre eine Mindeststrafe von 1 Jahr. Damit könnte es aber sowieso nie sein Bewenden haben. Sie haben Vorstrafen, sie haben einschlägige Vorstrafen. Das ist nicht die erste Hauptgeschichte. Sie haben eine offene Bewährung. Alle Schüsse vor dem Bug haben nichts genutzt. Sie haben schon Arreste abgesessen. Eine Bewährungsstrafe ist offen. Jetzt hilft nur noch ernst zu machen, eine Strafe sie verbüßen lassen. Ja? Allerdings bei der 1 Jahr und 9 Monate Jugendstrafe, da ist die letzte Verurteilung mit dabei. Also im Grunde haben wir heute die Bewährung widerrufen. Das sind die beiden Strafen, die da mit drin stecken. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Berufung und Revision eingelegt werden. Ja, das Verbüßen der Jugendstrafe sehen manche sehr kritisch und sagen, naja, das ist eigentlich der Beginn der kriminellen Karriere. Ich sehe das anders. Da kann einiges nachgeholt werden, gerade was in der Erziehung versäumt worden ist. Insbesondere können Sie da in der JVA Ihren qualifizierten Hauptschulabschluss nachholen. Und ich glaube, da haben Sie super Chancen. Denn erstens mal können Sie da intensiv begleitet lernen. Und zum Zweiten gibt es viel weniger Ablenkung als draußen. Und schon deswegen, Frau Staatsanwältin, teile ich eigentlich Ihren Pessimismus nicht, dass sie niemals ein geregeltes Leben führen wird. Es sei denn, sie landet irgendwann noch wirklich beim Fernsehen. Für heute ist die Hauptverhandlung geschlossen. Ann-Kathrin Lander wurde wegen versuchter Strafvereitelung und uneidlicher Falschaussage
zu 15 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt.